super. Es war ein großartiges Erlebnis. So was muss man eigentlich schon mal mitgenommen haben. Also ich fand es ganz großartig. Und ich dachte halt, es wird so ein bisschen altbacken und so. Und ich war dann aber positiv überrascht. War schon auch zu meinem Geschmack. Als es halt immer so mehr ins Moderne überging und dementsprechend auch fasziniert davon. Wie Tobias Kratzer das aufbereitet hat, wie seine Regie geht und vor allen Dingen, dass Sarah Jakubiak wieder singt. Mir hat vor allem der zweite Teil sehr gut gefallen mit den Tänzen. Es hat sich total gelohnt. Also ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier bin. Ich fand es toll dargestellt, ich fand die Inszenierung großartig. Etwas ungewöhnlich, tatsächlich, ja, die Musik habe ich sehr leicht empfunden. Das Stück fand ich super und es war ein sehr kurzweiliger, schöner Abend. Die Story selber hat mir gut gefallen, die Inszenierung dazu hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ganz zufrieden. Und ich war sehr positiv überrascht davon, dass es eben auch so modern interpretiert wurde und auch dem Stück nochmal eine andere Message mitgegeben wurde, jetzt vor allem mit der Queer-Freundlichkeit. Die Beste für mich war Elena Zalagova als Denka. Es begann ein bisschen altbacken und es wurde modern. Und dieser Übergang, den fand ich ganz interessant. Die Arabella war so kurzweilig, obwohl wir vorher dachten, oh Gottes Willen, so langes Stück. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Super, geht her. Hat mir wirklich sehr gefallen hier und das lohnt sich herzukommen.